Herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Slender The 8 Pages. Letztes Mal schon genug zum Spiel gesagt. Das heißt, wir legen jetzt einfach los und versuchen diesmal etwas länger zu halten, beziehungsweise dieses Mal werde ich nicht nochmal austesten, was passiert, wenn man den Slenderman zu lange anschaut. Ja. Bevor ich es vergesse, die Frage wird irgendwann sicherlich kommen, falls ich genug Klicks bekommen werde. Warum ich Let's Plays mache? Die Idee ist mir schon vor 2 Jahren circa gekommen, als ich so das erste Kronk-Video gesehen habe. Ja, ich weiß, ich bin ein Kronk-Zuschauer, aber ist ja nichts Falsches dran, er macht wunderbare Let's Plays. Ja, die Idee habe ich dann aber wieder verworfen, weil... ja, im Endeffekt hatte ich eigentlich doch nicht wirklich Lust, mich dahinter zu klemmen und zu sagen, okay, ich mache jetzt da regelmäßig Let's Plays. Bis eine Bekannte von mir dann meinte, ja, hey, hier, du hast voll die Let's Player-Stimme, mach mal Let's Plays. Und ich gesagt habe, jo, okay, ich guck mal, ob ich da wirklich die Zeit und Lust zu finde. Entschuldigung, bin noch ein bisschen erkältet. Im Endeffekt ist sie mir dann aber wirklich so penetrant dann irgendwann auf die Eier gegangen, dass sie wirklich jeden Tag gesagt hat, hey, wo bleibt denn das Let's Play, wo bleibt denn das Let's Play, bis ich gesagt habe, okay, gut, ich fange jetzt heute an, ich nehme heute den ersten Teil auf, schicken dir und wenn er dir gefällt, dann mache ich das regelmäßig. Jo, den ersten Teil, den habt ihr euch hoffentlich angesehen, wenn nicht, macht das, ist, ja... ist nur kurz, ist nur knapp 5 Minuten, aber besser als gar nichts. So, jetzt habe ich genug gesabbelt. Wir sind gerade eben an dem Baum vorbeigelaufen, an dem das letzte Mal die Seite Help Me hing. Dieses Mal war nichts zu sehen. Und ich merke gerade, ich bin wieder zurückgelaufen, was jetzt nicht wirklich schlau war. Aber auch nicht wirklich schlimm. Laufen wir jetzt einfach mal hier so ein bisschen querfeldein durch den Wald durch. Gucken, was es da so zu sehen gibt. Ja, dieses Mal hoffe ich, dass der Slenderman uns nicht so extrem erschreckt. Noch eine kleine Hintergrundinformation zu dem Spiel Slender. Es ist ein kostenloses Spiel, also es ist free to play. Ihr könnt euch das runterladen, ich werde den Link einfach in die Videobeschreibung packen und wer dann Lust hat, sich das Spiel anzutun, also wirklich dann auch hier im komplett Dunklen durch die Nacht zu laufen, 8 Seiten sammeln und von irgendeinem Psychopathen ohne Gesicht verfolgt zu werden, ladet es euch runter und lasst ein paar Kommentare dann da, wie ihr das Spiel so findet. So, jetzt sind wir hier angekommen, wo ein paar XXL Ölkanister stehen. Da hinten haben wir gerade gesehen, ist noch ein Haus, aber da ist die erste Seite. Always watches, no eyes. Also es beobachtet immer, hat aber keine Augen. Das haben wir auch schon am eigenen Leibe sehen bzw. erfahren können, dass der Slenderman einen beobachtet, aber keine Augen hat. Wir werden jetzt einfach mal da vorne in das kleine Häuschen gehen. Wobei klein ist es nicht wirklich, wenn man hier so... also schon recht groß. Vielleicht finden wir da drin noch eine weitere Seite. Mal schauen. Gehe ich jetzt erstmal hier nach rechts. Der Boden sieht schon etwas mitgenommen aus, fragt sich, wie lange das Haus hier schon steht. Gut, hier hinten geht es schon wieder nach draußen, aber wir wollen ja noch nicht raus. Hier sehe ich jetzt keine Seite. Ja, im Hintergrund hört ihr wieder das Trommeln, nachdem die erste Seite aufgenommen wurde, was so die Nervosität widerspiegelt. So, was unsere Spielfigur jetzt hier empfindet.
glaube, mein Herz würde an sich schon extrem pochern wie verrückt, wenn ich einfach nur, Gott, ist das dunkel, wenn ich einfach nur alleine in so einem düsteren, dunklen Wald wäre. Das würde mir wahrscheinlich schon komplett ausreichen. Und dann noch die Zetteln dazu. Da wird einem schon ganz schön anders. Scheint aber so, als wäre in dem Haus Eingang, habe ich jetzt glaube ich noch nicht genommen. Aber es scheint so, als wäre das Haus komplett seitenlos. Also Slenderman seitenlos. Nochmal ein bisschen verdreckter und kaputter Boden. Mehr ist hier nicht zu sehen. Werden wir gleich wieder aus dem Haus rausgehen. Gucken, wo wir jetzt lang gehen. Das schneller Laufen finde ich persönlich schwachsinnig. Das kann man machen, wenn man weiß, oh, verdammt, das Slenderman ist in die Richtung, laufen wir schon in die andere Richtung. Aber einfach so jetzt hier schneller durch die Gegend laufen, würde ich nicht machen. Sonst lauft ihr am Ende noch dem Slenderman in die Arme. Den Weg werde ich wahrscheinlich jetzt so auf die Schnelle nicht mehr finden. Vielleicht finde ich aber. Oh, doch. Ha! Ich hätte's nicht sagen sollen, den Weg haben wir wieder gefunden. Jetzt schauen wir einfach, wo uns der Weg lang führt. Wo wir am Ende dann rauskommen. Und wir sind hier wieder am Zaun. Ja gut, das heißt, ich bin jetzt im Endeffekt nur einmal im Kreis gelaufen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal jetzt hier in die Richtung in den Wald rein. Weil die ganze Zeit im Kreis zu laufen wäre ja auch echt schwachsinnig. Laufen wir so ein Stückchen am Zaun entlang, gucken immer wieder hier nach links, ob es da wieder ein Häuschen oder sowas gibt, wo sich vielleicht eine Seite verstecken könnte. Das Problem ist nur, dass sich genauso gut das Slenderman hier im Dunkeln verstecken kann. Was haben wir hier? Das sieht aus wie ein, ja, verrosteter Wasserbehälter. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Mal schauen, was es jetzt im Endeffekt ist. Ob sich hier irgendwo eine Seite dran. Eieiei, Mann, die Schatten, die machen einen aber auch hier schon verrückt. Der Slenderman und eine Seite. Also er hat es wirklich auf uns abgesehen. Das heißt, ich schnapp mir jetzt ganz schnell die Seite und. Ah, verdammt, Seite nehmen ist jetzt nicht. Scheiße. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Also gut. Dann müssen wir nachher nochmal hier hin. Also falls wir nachher nochmal hier hin finden sollten, wissen wir, da ist eine Seite dran. Bloß will uns der Slenderman die Seite nicht geben. Sind wir wieder am Zaun angekommen. Also dafür, dass wir jetzt gerade mal, ich glaube, eine Seite haben, ist der Slenderman jetzt schon ganz schön aufdringlich gewesen. Also er möchte unbedingt verhindern, dass wir noch mehr Seiten finden. Sonst finden wir am Ende noch raus, wie wir hier aus diesem Waldgebiet entkommen können. Und ich glaube, das ist das, was er verhindern möchte.
was ich schon im letzten Teil gesagt habe, hier die allgemeine Stimmung wirklich sehr, sehr dunkel, sehr, sehr düster. Dann durch dieses plötzliche Auftauchen des Slendermans wirklich sehr erschreckend. Und da ist die nächste Seite. Und sie zeigt, wie der Slenderman wirklich zwischen den Bäumen ist. Also er kann überall sein. Wie wir gerade gesehen haben, er war auf einmal da. Also jetzt ist so der Zeitpunkt gekommen, wo ich nur noch vorwärts laufen möchte. Oh, wir sind wieder hier an diesen XXL-Kanistern angekommen. Das heißt, in das Haus, das gleich kommt, müssen wir gar nicht erst reingehen. Da wir ja gerade eben schon gesehen haben, dass da nichts drin ist. Gut, dann werde ich das Spiel jetzt hier an dieser Stelle unterbrechen, weil unsere Zeit ist auch schon wieder rum. Wie es weitergeht, wie viele Seiten ich noch finden werde oder ob das Slenderman uns innerhalb der kürzesten Zeit einfach wiederfindet und tötet, erfahrt ihr im nächsten Teil. Bis dahin.